Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu dem dreckigsten Kanal der Welt. Wir befinden uns hier wieder am Fluss in Bosnien und das ist der letzte Tag, an dem ich in Bosnien bin. Ab morgen bin ich in Kroatien. Vielleicht sieht man sich dort, ich hoffe nicht. Ansonsten, ja, ich kann schon erstmal die Mucke ausmachen. Wir machen heute Fisch. Halt dein Schnauz. Wir werden heute einen dreckigen Fisch aus diesem Wasser holen. Warte mal kurz, das ist die falsche Reihenfolge. Wir werden erstmal dort Feuer machen. Dann den Fisch aus dem Wasser holen und anschließend in einer Pfanne braten. Braten meine ich. Eine Sache noch, bevor wir eine Sache muss ich noch loswerden, bevor wir anfangen. Und zwar, es werden jetzt die Tage Zerstörungsvideos kommen. Ich habe mir noch ein Fahrzeug gekauft. Dann werden noch Quad-Videos kommen. Aber ich werde auch für euch in Kroatien Videos drehen. Keine Ahnung, Bananaboot, Jetski, Fallschirm, dieses, wo man hochgeht. Wenn ich mich das traue, ich habe Höhenangst. Mal gucken, ob ich mich das traue. Ansonsten ja, aber das kommt. Bruder, chill. Chill dein dreckiges Leben. Jetzt machen wir erstmal Feuer. Digga, ich habe noch nie in meinem Leben Feuer gemacht. Und ich habe auch hier Angst, dass hier irgendjemand kommt, Digga. Und hier mich zusammenschlägt. Ich bin komplett alleine hier. Der Drecksgolf. Guck, da kommt schon ein Auto. Die werden sich jetzt hier fragen, was macht dieser Keck hier um 9 Uhr abends am Wasser mit dieser Scheißko. Ich werde mich jetzt hier nicht ablenken lassen. Wir machen jetzt hier erstmal ganz gemütlich Feuer. Mein Dad hat gesagt, hier ein bisschen so. Ich habe noch nie Feuer gemacht. Bruder, komplett falsch. Bruder, die chillen doch jetzt nicht hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die chillen nicht hier. Ich dachte, die chillen. Ja, was habe ich gemacht? Scheiße. Komplett falsch. Ich muss erstmal das hier anzünden, Leute. Perfekt. Bisschen hier. Ein bisschen da. Bisschen hier. Noch ein bisschen Zewa. Komm, ein bisschen mehr Zewa. Scheiß drauf. Oh, stinkt das. Oh, das knistert schön. Oh, Junge, wie romantisch. Alter, Rauchvergiftung. Ich denke, das sollte reichen. Ich warte jetzt einfach mal, bis das hier anfackelt. Derweil holen wir den Fisch aus dem Wasser. Leider habe ich meine Angelrute vergessen. Aber egal, Chabo Choban macht es auf seine Art. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das Feuer ist gleich fertig. Oh, Bruder, ist das kalt. Ich muss aber rein. Ich muss den Fisch fangen. Ich sehe die Fische schon. So, ich zeige euch jetzt mal Tutorial, wie man Fische fängt. So. So, passt auf jetzt. Guckt jetzt, das sind alles so ganz kleine Fische. Da, da und da und da. Das sehe ich alles hier mit bloßem Auge. Und ab und zu schleicht sich da eine Forelle rein. Da! Ich hab sie! Ich brauche einen Stein! Ah, Junge, was zappelst du noch? Was zappelt die noch? So fängt man einen Fisch. Genauso und nicht anders, Bruder. Jetzt brauche ich erstmal Pfanne. Ihr könnt froh sein, dass ich hier nicht noch krassere Skills ausgepackt habe. Denn dann hätten wir wahrscheinlich einen Hai gefangen. So, Wachgewöhn, komm. Kann man sich ein bisschen mehr gönnen. Jetzt machen wir hier Pfanne drauf. Perfekt, Junge. Perfekt. Und wollen wir noch einen fangen? Ja, wenn ihr Bock habt, können wir noch einen fangen. Digga, wir haben ihn. Die können ihn direkt reinmachen. Boah. Noch frischer geht's nicht. Bruder. Geil. Mehr gibt es zu diesem Content nicht zu sagen. Also, ich sag euch, diese ganzen Sendungen auf D-Max und wie heißt das andere? Geography haben sich alle ausgezahlt. Fisch. Nee, zwei. Fische mit bloßer Hand gefangen. Was geht? Oh, Bruder, was ist das für ein Leben? Ich kann nicht in die Augen. Alter, was eine Flamme. Warte, ich mach noch ein bisschen Öl drauf. So. Hier ist gar kein Öl mehr drin. Du dreckige Scheißflasche. Da kommt noch ein bisschen Holz rein. So. Damit die Flamme schön ihre volle Kraft entfalten kann. Man denkt jetzt im ersten Moment, dass die Flamme erlischt, da zu viel Holz im Backofen, nenne ich mir das mal jetzt einfach mal, erlischt ist, wird sein. Digga, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wenn ihr wollt, können wir noch einmal ins Wasser, solange der Fisch da brutzelt. Komm, einmal gönnen wir uns noch. Komm, wir gehen in diese Strömung. Alter, guck doch mal diesen Rauch an. Was ist das? Das ist doch kein Feuer mehr. In Deutschland wäre jetzt schon die Feuerwehr hier. So, jetzt versuchen wir ein bisschen zu schwimmen entgegen diese Strömung. Uff.
Lifestyle im Dschungel. Was ist mit dem Baum da los? Dem geht's nicht gut. Kurz mal Baywatch. Kurz den Bremer hier retten. Aber der kommt auf. Was hast du? Wieso bist du so umgeknickt? Da ist ein Spinnennetz. So, wir gucken mal hier, wie es aussieht. Als professioneller Fischprofi sehe ich doch, dass man diese Forelle drehen muss. Habe ich das schon gesagt? Das ist übrigens eine Forelle. Die gibt es hier nicht so oft. Aber wir hatten hier sogar zweimal jetzt das Glück. Scheiße. Diese Insekten, die fangen mich so ab. Ach du Scheiße, sieht das gut aus. Ey, was ist mit der Flamme los? Die Flamme gefällt mir nicht. Aber der Fisch sieht gut aus. Ich weiß, was wir machen können. Während der Wartezeit auf den Fisch können wir einen Stein springen lassen. So, passt auf jetzt. Was sagt ihr? Ich sag so 260 Mal. Bitte. Eins, zwei. Oh, Alter Junge, das war weit. Zwei, aber weit. Komm, noch einer. Aus dem Handgelenk. Wer hat denn hier diese ekelhaften Zäpfchen, Bruder, hier ins Wasser geworfen? Man ist hier am Ende der Welt und trotzdem Umweltverschmutzung. Papp, papp. Ich finde hier keine flachen Steine. Hier, jetzt, pass auf. Papp. Bruder, da hinten ins Gebüsch geflogen, habt ihr gesehen? Okay, wir checken jetzt den Fisch ab. Alter Schwede, dieser Fisch hat Rauchvergiftung bekommen, obwohl er schon tot ist. Oh, wieder hier den Fünf-Sterne-Koch rausgeholt. Was ist mit dem hier los? Brudi. Das kann man nicht verzehren, das ist ein Kopf. Weg mit dir. Den können wir auch abpacken. Flamme, dreckige Flamme. Weg mit dir. So, wir lassen das noch mal ein bisschen in der Pfanne. Ich wollte eigentlich Dings holen. Wie heißt das? Reschetka. Diese Grill-Netz. Wie heißt das? Die Grill-Plattform. Ihr wisst, was ich meine. Dieses wollte ich da drauf tun, aber ich habe keins gefunden. Hatte ich nicht zu Hause. Leider nicht. Aber egal. Dafür haben wir eine Pfanne. Das soll ja hier auch eigentlich nur zu Demonstrationszwecken dienen, damit ihr euch einstellen könnt, wenn ihr irgendwo in Lebensgefahr seid. Wisst ihr, was ich meine? Könnte passieren. Digga, könnte passieren. Ihr seid irgendwo unterwegs, vielleicht auch mit so einem Drecksbus. Und auf einmal, bam, Tank leer oder Motor geht kaputt und ihr seid so an einem Fluss und jetzt wisst ihr, wie man überlebt. Harababa, harababa. Ho, mashallah, mashallah. Stopp, man kann den jetzt schon essen. Wir lassen den nochmal hier 2 Minuten so braten. Und scheiße, der Bus, mein Vater wird mich umbringen. Nein, der Dreck. Der ganze Rauch ist im Bus. So, es sollte jetzt fertig sein, reicht jetzt langsam. Uff, sei's. Komm her, du kleiner Fischschatz. Bam. Und der zweite, bam, die Pfanne waschen wir. Oh, guck mal hier, direkt hier am Lagerfeuer Fisch genießen. Was geht, was Besseres kann mir nicht passieren heute. Oh. Was war das, Junge? Was fällt denn hier vom Baum? Bruder, chill doch mal da oben. Irgendwelche Fischer fallen da runter. Boah, die Haut mag ich am liebsten. Viele essen die Haut nicht mit, ich liebe die Haut. Dreck. Salz fehlt. Jetzt gucken wir mal, wie der Fisch schmeckt. Ich würde sagen, es ist eine glatte 6- mit Mülleimer. Digga, ich hätte den Fisch auch komplett roh essen können. Leute, dann war es das hier aus Bosnien. Das war eine sehr, sehr wunderdreckige Zeit. Ich hoffe, sie hat euch nicht gefallen. Morgen, wie gesagt, bin ich in Kroatien. Da werde ich auch ein paar Videos drehen. Jetski fahren, Bananaboot und so weiter. Und dann geht's ab wieder nach Deutschland, Digga. Dann keine Ahnung, Bruder. Dann werden wir sehen, was wir als nächstes machen. Ich lasse wieder mein After entscheiden, wie immer. Und ihr könnt jetzt, Digga, keine Ahnung. Ihr könnt jetzt kacken gehen.